Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, jetzt geht's zum Hafen und wir verkaufen unser Rest Weizen. Es geht darum, ich möchte mal rausfinden, ob das zu feucht ist oder zu nass. Mal ganz gucken, wie ich am besten fahre. Ich fahre am besten zu unserem Hof und von da aus denke mal, kommen wir am besten zum Hafen hin. Über alte bekannte Wege. Geben wir Gas, ne? Ja, dann mal sehen, ob wir den Drescher um 18 Uhr noch was automatisch abgehen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich habe jetzt versucht, da hingestellt, habe ich auf jeden Fall beim Händler. Und ob da ein Vertrag bis 17.45 Uhr geht, ob da dann automatisch dann abgegeben wird, ne? Das könnte sein, ne? Ja, und oder ob dann gleich eine Mahnung kommt, dass man eine Gebühr bezahlen muss, ne? Wäre interessant zu sehen, ob wir drehen. Wäre interessant zu sehen, ob das so dann auch funktioniert, ne? So, mal gucken mal ganz kurz in der Karte. Vollbremsung? Doch nicht. Da. Das haben wir schon geschafft heute. Oh, XP. Und wie viel, ne? Level 6 haben wir jetzt. Oh. Null Tiere. Und wir haben noch einiges zu machen, ne? Ich schweife wieder ab vom. vom. Was ich wollte. Ich weiß ja nicht genau, wie ich die Karte hinkriege. Also, das ist Feld Nummer 6. Nicht unser. Im Besitz. So, für Feld 4 ist das kleine. Okay. Das ist immer noch optimal gedüngt. Und wir haben das. Ja. Wachstum. Es wäre hier vielleicht noch ein bisschen gewachsen am Rand. Ne? Und bei Feld 3, das große. Ne, das ist auch bei 90. Ja, aber die Düngung her, gesät, geerntet heißt es schon, ne? So, gut. Und wo ist jetzt da gesehen der Hafen? Der ist im Grunde unser Hof beim Händler. Also hier lang und dann beim Händler lang zum Hafen. Das dürfte einfach sein. Hier sind wir unten, unsere Felder unten. Das ist unser Hof. Dann fahren wir über den Hof. Ja, ich muss noch ein bisschen hier gucken, wie und wo ich fahren muss. Ist ja halt so, ne? Wenn man noch nicht viel gefahren ist, ne? Fährt man sich auch nicht zurecht. Also wie immer. Obwohl, sag mal, die Karte ist ja nicht so groß, aber den noch nicht mal was sucht, kann er natürlich schon hinziehen, ne? Wenn man mit beiden Händen lenkt. Beiden Händen lenken, ne? Ja. Mal schauen, ob wir da Meldung kriegen, dass es zu nass ist. Oder ob das gut ist. Im Normalfall wird das Getreide einmal aufgearbeitet. Der Spreu muss raus, der Rest ist dann nicht hundertprozentig alles betroffen. Verschmutzung von der Rambi, der war glaube ich im Arsch. Aber es geht ja hier zum Glück nicht. Das ist aber Kaninchen, so ein klein gemacht, das ist ein Kaninchen. Rasen haben längere Beine. Jetzt kommen wir die Straße an. Muss mal gucken. KI-Verkehr kann man natürlich auch machen. Oder man kann sogar verstärken. Mehr Verkehr hat, ne? Aber denkt mal mehr warum. Ich glaube, wir sind verkehrt.
Glauben und nicht wissen, ne? Ja. F1 immer dasselbe. Besitz. Ja, wenn ist auch egal, ne? War eine Straße zu früh oder zu spät? War das zu früh? Vorne kommt keiner, hinten auch nicht sicherlich. Die halten nicht, überholen ja nicht. Naja, so ist das halt, ne? War noch gleich, der ich noch nicht auskenne, bupf. Zu spät. Weil der Händler sind in die nächste Straße rechts. Und dann kommt mir der Hafen. Das war nicht viel, aber mal schauen, was wir kriegen. Vor allem, mir geht es ja darum, die Meldung, ob feucht ist, trocken ist und nass ist. Ne? Darum geht es ja. Und dann nachher alles andere verkaufen. Eine Möglichkeit. Fangen wir gleich an nachher. Und dann brauchen wir zumindest fürs Nutella-Gerät hier fürs Feld. Ja, mal schauen. Da raus der Händler, hier ist ja die Klärwerk, glaube ich. Ob wir hier auch Geld kriegen? Können wir es abholen? Normalerweise ja. Also würde ich erst anwenden, wenn die erste Saat drin ist. Wir düngen ja eigentlich mit Düngung. So, hier. Da trinken unsere Geräte noch. Machen wir mal selbst, ob 18 Uhr weg ist. Das haben wir um 13 Uhr fast. Aber heute fahren wir noch ein bisschen hin und her. Wir hätten nur so zum Schluss die Fahrfuhre fahren müssen, weil im Lager sind immer, nein, nicht ganz. Hätte sein können, dass es reicht. Mal gucken, da ist ein Symbol für Getreideverkauf. Aber hier ist einmal Straßensystem. Und zwar. Wo ist die Straße links? Also hier. Mal gucken. Fahren wir einfach, ne? Und dann hier wieder rein. Symbol ist ja nämlich da unter. Irgendwie. Ja, typisch. Nebenan, ne? Gut, das macht nichts. Da hätte man abladen können, ne? Gut, zu spät. Wir wollten jetzt mal hier entsprechend vorher abbiegen. Ja, nach links war nichts gesehen, ne? Man ist gewesen. Also rein symbolisch gesehen. Geht's nur hier, aber ich hatte auch angezeigt. Preis 636. Bin gespannt. Ob wir da irgendwie eine Meldung kriegen, zu trocken, zu nass trocken, zu feucht, schmutzig, keine Ahnung. Und da brauchst du nicht ganz komplett hochgehen. So, haben wir Geld schon im Krieg, wa? Jo. Sieht so aus. Dann fahren wir zum Hof, holen den Rest, ne? Keine Meldung. Denn die brauchen nämlich garantiert. Lass mir überlegen. Gerätschaften. Und zwar so einiges noch. Das wollte ich noch kaufen. Und zum Teller der Maschine oder so noch. Ein Teller das. Der Stoppel, ne? Aber da wollen wir eh noch ein bisschen warten. Weil das wird zu früh.
soll er mal die Saat aufgehen. So, den Traktor hörst du draußen gar nicht mehr, ne? Ja. Aber stelle ich mir dann nächstes Mal wieder ein. Was ich vergessen sollte. Auf geht's. Tja, Mais nächstes Jahr, ich weiß nicht. Das Problem ist ja, weil dann brauchen wir wieder eine Saateinheit dafür, ne? Und so Vermögen haben wir es auch nicht verdient, den wir als verkauft habe. Ich denke mal, dass wir eher nächstes Jahr noch ein Feld zu kaufen werden. Aber wird auch nicht reichen, ne? Na, vielleicht doch, mal sehen. Schauen wir mal, was wir jetzt noch kriegen können. 3 oder 4 Mal verkaufen. Oh, kein Zucker lecken, also als Bauer. Das heißt ja auch ein Nebenerwerbsbauer, ne? Das machen ja bei uns einige in der Firma. Hier haben wir ein paar kleine Parzellen, sagen wir so, ne? Und die bewirtschaften halt ihr Land. Als Flurpflege nennen sie das. Muss ja gemacht werden. Kannst ja nicht verwildern lassen. Aber das ist halt nicht kostendeckend und deswegen arbeiten sie halt ganz regulär in der Firma. Da wir eine Saisonarbeitszeitspitze haben, wir arbeiten halt das ganze Jahr, aber im Sommer ist halt so, dass viele da auch mal längere Zeit frei haben, durch Überstunden und so. Das ist ja im machbaren Bereich, dass im Sommer 1 oder 2 mal noch längere Zeit frei haben, ne? So, da wollen wir was aufladen, ne? Und mal den Spaß wieder raus. Opa mal erzählt, der hat früher mal einen Kater gehabt. Also ganz, ganz früher, da war er noch, ja, ganz jung. Und jedenfalls hat er erzählt, ist der Kater im Sommer verschwunden. Und er soll sich von Hasen ernährt haben. Von Jungtieren. Bestimmt, weiß ich nicht. 45.000 Liter. Jedenfalls. Hat immer gerne erzählt von früher und so, ne? Vom Bauernleben. Er war nicht begeistert, dass dies, wir dürfen jetzt in die LPG reinkommen, ne? Da war er einfach nicht begeistert. Aber im Endeffekt war echt die bessere Lösung. Aber hat dann doch ein bisschen mehr Freizeit gehabt, ne? Tja, so, das ist Folge Nummer 5. Hier ist ja anders. Da muss ich mir mal aufhalten, dieser Blödsinn. Das ist halt, die Sache des Kopfes, man merkt, okay, hier ist eine andere Reihenfolge, ne? Und im anderen Mal erst wäre es Freitag gewesen. Und hier ist es Mittwoch. Und da bringe ich öfter mal durcheinander. So. Wir könnten mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, aber noch nicht kriegen, dass wir mal 6 Abend den Drescher abgeben können, ne? Und da die Meldung kriegen. Da muss mehr drin gewesen sein. Also immer noch bei 44.000. Habe ich mehr eingefüllt als reinpasst. Da gab keine Fehlermeldung. Ist halt so. Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Deswegen die Folge ist gerade günstig von der Länge her. Wie gesagt, ein Algorithmus von YouTube ist das geschuldet. Das ist mein Beweggrund. Sag mal tschüss. Ciao. Tja, morgen geht's hier weiter mit
eine große Ladung verkaufen von Weizen. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.